zieht zusammen, wenn das Licht angeht. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, hi Dirk. Hast du es doch noch geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Aber ich habe leider für nächste Woche Samstag habe ich leider auch was vor. Geht das nur, das dann Freitag spielen? Meine klar. Schwester da zum zweiten Mal jetzt kirchlich heiratet. Also jetzt zum ersten Mal kirchlich heiratet. Zum ersten Mal diesen Mann kirchlich heiratet. Genau. So. Ja, klar. Können auch samstags, freitags spielen, ist gar kein Problem. Ja. Tauschen wir einfach. Ich wollte ja so oder so samstags dann immer Scum spielen, ne? Das hatte ich ja schon gesagt. Und das jetzt an der Stelle auch an dich. Ich weiß ja nicht, ob du so die E-Mail gelesen hast. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht gelesen. Nee, ich meinte Udo, weil ich hätte auch in der E-Mail reingeschrieben, dass ich Scum jetzt immer samstags machen wollte. Und also ihr seid jetzt in Scum dran, ja? Wir sind im Scum drin. Heute ist das letzte Mal dann. Am Sonntag und dann ab nächste Woche dann Outlast. Ach. Oh, ich glaube, ich verschwinde wieder ins Auto. Ist da Update? Ja, das kann sein. Warum ist das so? Ah, fuck it! Warum schießt du mich? Wir sind gerade unterwegs. Ich sterb gerade. Wieso, ihr sterbt gerade, wenn ihr wissen, wo ihr gerade unterwegs seid? Ja, ich sterb gerade. Ja, ich bin tot. Was willst du mit dem Pony? Sind die Scheißdinger sperrig? Das stimmt wohl. Besten ist eine vernünftige Pistole. Ja, da findest du auch massig von. Also für mich, also ich habe am liebsten die Glock. 21. Ja, geht mir genauso. Ich habe trotzdem gerade eine 9mm. Er hat eine gute Durchschlagskraft und hat ein großes Magazin. Ah, gut, Alter, sind die Häuser jetzt hier mit Strom verbunden? Ja. Das Polizeigebäude hat eine Stromleitung. Ja. Das ist ja neu, wa? Mach's mal Licht an. Ja, würde ich gerne. Könnte ein Aggregat nicht. Mach uns Licht an. Ist das so dunkel bei euch zu Hause? Ja. Julians Tisch leuchtet. Jetzt hat sich ein LED-Leistung rumgemacht. Wow. Sitzt so. Nicht mehr im Dunkel. Hä? Warum kann ich nicht reparieren? Ausrüsten. Ja, jetzt brauche ich eine neue Weste, war ja klar. Eine neue Wespe. Dildo, ich bin noch da. Ah, Dildo? Sagtest du gerade Dildo, ich bin da? Jetzt mal aufhören. Ausrüsten. Reparieren. Gott sei Dank, ich habe die Hose noch zu 100% wieder reparieren können. Ich hatte schon Befürchtungen. Gut, dann ist ja nichts passiert, außer dass meine Weste kaputt ist. Warum ich nicht schießen konnte, ist mir trotzdem nicht klar.
Ich glaube aber auch, die geht über die. Download. Aber jetzt lädt er runter. Ja, der lädt. Ah, ich habe die Weste auch zu 100% repariert gekriegt. Glück gehabt. Sesson. So, ich bin inzwischen in der Polizeistation angekommen. Ich bin jetzt allerdings in der Polizeistation in B4 angekommen. Das heißt, ich werde da was dazwischen schneiden müssen. Weil ich habe mal wieder vergessen, auf On zu schalten bei der Aufnahme. Naja. Passiert schon mal. Passiert nun mal. Man ist alt und vergesslich. Das lass deine Tochter nicht hören. Wieso? Dass du alt und vergessen bist. Na, das weiß sie. Das ist nichts Neues mehr. Dann wird sie dir schon Platz im Altersheim besorgen. Nö. Ich muss ja ihre Rechnung bezahlen. Wenn ich im Altersheim bin, kann ich keine Rechnung mehr bezahlen. Boah, jetzt fängt er aber an, wirklich böse zu ruckeln. Jetzt war ich gerade downloade. Nee, bestimmt nicht. Ich hab keinen Rockler. Also, es geht an der ganzen Spielbahn. Ja, ich glaube, ich muss mir mal einen eigenen Laptop leisten. Ich habe mir ja den Laptop mit meiner Frau zusammen gekauft. Gebe ich jetzt allgemein jetzt mal zu. Das war unangebrachter Geiz. Echt? Mhm. Warum das? Ja, aber meine Frau sitzt schräg hinter mir. Ich habe jetzt mehrfach erwähnt, dass die Leitung schlecht ist und dass ich ja eigentlich den Laptop bräuchte, aber trotzdem bewegt sich da nichts. Ja, siehst du? Deswegen. Aber naja, so ist das halt. Ohrstöpsel. Ich habe jetzt doch immer Stöpsel dabei. Das Fiepen ist doch ein bisschen nervig, wenn man im Bunker mit der Pump schießt. Wir haben auch Glocks da, ne, Dirk? Und wir haben auch inzwischen einen ordentlichen Vorrat an 45er Munition. Ja, aber ich komme gerade irgendwie nicht ins Spiel rein. Das Problem hatte Alea gestern auch und von daher, ich bin nicht verwundert. Ah, jetzt ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt nach der Dings, nach dem Update konnte ich nicht direkt spielen. Mhm. Auspacken.
Gumbi. Ja, wahrscheinlich, weil kein Strom da ist. Ja, wahrscheinlich, weil der Akku leer verbraucht ist. Ist das denn kein Strom da? Nein, echt? Dann hatte ich nicht mitgenommen. Da fährt gerade einer weg. Ja. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Wie komme ich nicht durch die Tür? Das war gerade Premiere. Ach, da ist die Tür. Ich stand auf der falschen Seite. Ich stand auf der falschen Seite, ja. Bist du noch im B3 drinne? War dunkel. Es war dunkel. Jack, Ronny? Ja? Bist du noch im B3 drinne? Ich bin noch im B4 jetzt. Ah. Weil B3 kommt gerade ein Airdrop runter. Nee, ich bin B4. Jo, ja, der ist tatsächlich direkt daneben an. Ich seh's. Kommt Alea jetzt auch noch, oder? Ja, wenn sie sich mal bequemt. Warte ich noch. Boah, nicht los. Nee, nee, brauchst nicht zu warten, bis Alea online kommt. Das dauert immer. Das dauert so bis 9 Uhr, glaube ich. Ja, den Eindruck habe ich inzwischen manchmal auch, ja. Und sag nicht, ich würde über dich lästern, Alea. Ich war es nicht alleine. Ich war es aber nicht alleine. Nee, das war der Patenonkel auch. Der Patenonkel war es auch. Dem ist deine geringe, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Pflichttreue ist auch schon aufgefallen. Der so. Hier ist ein Fahrrad für dich. Oh. Hier eine Hauswand. Achso, nee, lass mal stehen. Gefällt mir nicht. Lieber ein Mountainbike. Ich bin ja nicht in Holland. Echt jetzt? In Niederlande. So war's. Entschuldigung für die Niederländer. An dieser Stelle möchten wir uns offiziell bei allen Niederländern entschuldigen. Weil das ist immer blöd, da muss ich immer alleine saufen, weißt du? Ja. Und da heiratet deine Schwester nochmal neu. Ja, ja. Ja, schlecht halt. Warum? Weiß ich auch nicht. Den Segen des Papstes abholen. Naja. Oh, eine Falle. Das was bringt. Ich sehe was Grünes da hinten. Ja, ich auch. Ah, ah, ah. Ey, oh, wärst du schneller gewesen, ey, hättest du einen richtigen Salto gemacht, ey. Direkt auf die, wieder auf die Räder aufgekommen. Sag ich dich. Echt jetzt? Sag ich dich. Schwupp. Das war so weit weg. Mal gucken, ob wir da rausholen. Ich habe sogar an der Polizeistation gerade eine Wahl bekommen. Hey, ich glaub's nicht. Eine ja. Wahl? Eine Wahl, ja. Was hast du gewählt? Die CDU oder ja, SPD? Ich habe die CDU gewählt, ne? Jetzt leckt das schon. Ich merk's. Ja, das stimmt. Aber es ist mir auch gerade aufgefallen, dass es lecker ist. Leggy. Ja, das liegt halt daran, dass eben halt die Zombies jetzt schneller spawnen. Und dadurch, wenn du halt im Auto unterwegs bist, fängst du an zu lecken. Ich kann nur plündern.
Deswegen muss ich die Spawnzeit auch da nochmal ein bisschen versetzen. Ein Scharfschützenvisier. Für ein Scharfschützenvisier. Ich auch nicht. Hunter. Hallo liebe Leute, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück in der aktuellen Folge von Scum. Ja, ich bin inzwischen in der Polizeistation in A4 angekommen. Und meine Kollegen sind gerade auf dem Weg nach hier. Also von daher, wir treffen uns gleich. A4 oder was? A4. A4, müssen wir einmal komplett durchfahren, ne? Nö, nicht ganz. Das ist die Stadt an der rechten kurz Grenze vor zur A3. Da unten. Ein paar Munition findet man ja immer, ne? Oh, ich brauche einen neuen Knüppel. Der ist nicht mehr richtig hart. Der ist ja verbraucht. Ja, hat nur 40%. Das ist aber B4, wo wir jetzt sind. Ja, A4 halb, ne? Nicht B4. Und zwar die Ecke, wo es nach A3 rüber geht. Genau. Da diese Stadt an dieser Viererkreuzung. Das heißt, man muss jetzt gleich in eine Richtung abdrehen. Ich weiß nur nicht, welche das ist. Ja, das könnte schon hinhauen. Ja. Ein gutes Navi, ne? Besser als ich. Fahren Sie so, wie Sie wollen. Wir werden irgendwann ankommen. Und jetzt geradeaus, ne? Ja, immer geradeaus. Ja, mach mal. Mach einfach. Wird schon stimmen. Wird schon ankommen. Oh, ich hab wieder einen Spaß. Echt, du hast wieder Spaß? Ob das immer so Spaß macht, einen Spaß zu finden, weiß ich nicht. Aber, naja, es bringt Geld. Was soll ich sagen? Damals hat man Tiere gesehen, heute hört man sie nur. Ja. Ja, das ist richtig. Also ich habe auch lange Zeit kein Tier mehr gesehen. Das war so geil, wenn jemand ein Pferd oder ein Esel oder ein Bär oder so vors Auto gelaufen ist. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Diese scheiß Gurken hier, diese Lada und der Golf, das war echt glücklich. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert, die anderen Fahrzeuge wieder zu implementieren. Ich weiß auch nicht, was daran so lange dauert. Also das würde ich ja mit Hochdruck machen eigentlich, die Fahrzeuge wieder integrieren. Ah, ich höre euch. Genau, da bin ich drin. Wieso fährst du mit Licht? Park hell hier. Ja, als ich hier ankam, war es noch nicht hell. Ah, noch eine Pampe. Also du bist jetzt da, dann gehe ich jetzt in die... Hey, ihr könnt den Hauptwaffenraum können wir noch machen. Den habe ich noch nicht. Waffenraum? Da muss immer die Waffel gebraten werden, das ist der Hauptwaffenraum. Jo, nee, das ist dein Auto. Also Lea kommt auch mal. Endlich jemand, wo ich mit saufen kann. Richtig. Oh, ich pack direkt das Bier ein. Ich, ganz wichtig, habe ich noch gar nicht erzählt. Ganz wichtige News, gerade für euch. Man hat eine ganz tolle Sache neu implementiert im Spiel. Wollt ihr wissen, welche? Na, wollt ihr wissen, welche? Das kommt, ich will es erzählen, sag nicht nein. Ich weiß es schon. Und das wäre? Nicht. Cocktails. Nein, Cocktails gab's schon. Ja, Mixenkind.
Das habe ich jetzt schon das, gesagt. Das ist doch keine besondere Neuheit. Nein! Eine Neuheit, die gerade euch besonders interessieren wird. Noch Na? Mehr Bier. Nee, du noch besser. Du kannst heute eine Flasche pinkeln, Mensch. Nee, auch nicht. Das ist ein Natursekt. Nein, das ist es nicht. Nein. Ihr könnt ab jetzt Cannabis anpflanzen. Echt? Die haben Cannabis. Gar nichts, aber ihr könnt high werden über Cannabis ab jetzt. Da ihr so auf Rausch und so steht, dachte ich, das wäre eine tolle Neuheit für euch. Wer rauscht denn? Ja, ihr. Nee, wir laufen nur, wir rauschen nicht. Wow. Erklär mir den Unterschied. Ah! Ganz einfach, saufen ist legal. Ich dachte, ich kriege einen mit dem Basie. Zombie mit Basie, ja. Hier ist alles okay. Oben war es auch schon? Ja. Das letzte, was fehlte, war hinten der Waffenraum. Der Waffelraum, okay. Waffeln, lalalalalalala. Lalalalalala. Hey! Waffeln. Nein. Nicht. Also hast du Pistole eingepackt, okay. Waffeln. Pistole 9mm ist da dran. Dann nehme ich die noch mit. Weil wir haben Pistolen inzwischen eigentlich genug. Und ich nehme jetzt Wetten an, wie lange ich brauche, um reinzukommen ins Spiel. So reinkommen? Ja, wie viele Versuche. Also gestern waren es 10. Okay. Leck mich, mach die Tür nicht mehr auf. Wie, kriegst du sie nicht auf? Alter, schon 3 Versuche. Okay, nächstes Mal bricht er beim dritten Mal ab. Dann versuche ich es nochmal. Hatte ich gestern auch. Kotzen mit dem Spiel. Basie. Der sei gut drauf heute. Noch nicht offen. Jetzt. Ja, eine Pampa. Und 22er Munition. Ja, 22er Munition kannst du hier brauchen. Ja, ich habe aber die 22er jetzt gar nicht dabei. Ah, okay. Ich hab die ja in Auto gelegt. Ich glaube im Auto in den Rucksack gelegt. Ich weiß es nicht. Weil ich halt den Bogen hab gerade. Weil der ist schneller als die. Ich weiß schon. Hier war's schon überall oder geht er nur Polizeistation? Nee, ich wollte nur Polizeistation und wollte dann weiter zum Bunker. Ja, dann gehe ich noch schnell hier drin gucken. Okay. Mietis. Gibt's hier noch Medizin oder so? Oh, ich bin, glaube ich, gerade komplett abgestürzt. Echt? Ja, ich glaube. Absturz. Dabei trinke ich nur eigentlich alle und ich. Ey, das ist ja Hammer. Ich renne hier in einem Haus rein, da liegt der Zombie im Boden drin. Okay. Im Boden. Hat ich gestern auch. So als ob der dicke Bauch rausguckt aus dem Boden.